Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Wir reagieren auf Erkenne den Asiaten, ihr wisst Bescheid, Naim Sky. Erkenne den checke ich immer mit dem Chat zusammen ab, aber sehr selten auf YouTube. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, wollt ihr, dass ich das auch auf YouTube hochlade? Einfach mal in die Kommentare schreiben, checken wir ab, neue Folge, Abfahrt. Okay, das können wir skippen, ne? Deswegen, Freunde, wie ihr wisst, das Ganze mache ich hier heute nicht alleine, sondern ich habe mich für die heutige Folge eine spezielle Jury eingeladen. Ein bisschen lauter. Ganz wichtig, heutiges Thema ist, erkenne den Ostasiaten. Das heißt, es Digga, hier extra fürs YouTube-Video. Ich grüße Laser, ich grüße Ozzy, ich grüße Amir, ich grüße Superman, Anas, iProtestas, RFL. Es handelt sich um einen Ostasiaten. Was ist jetzt? Wir haben zwar den Titel Asiaten geschrieben, aber damit ihr Bescheid weißt, es geht um einen Ostasiaten. Also ein Türke jetzt beispielsweise würde nicht reinfallen. Ne? Das nur zur Info. Und ja, hab's geschafft, ich bin Mama. Sehr, sehr gespannt. Mama, bin auf YouTube. Das jawohl. Heißt, es wird Männer und Frauen geben. Richtig cool. Ein kleines Thailand-Special. Und ja, ich würde sagen, wir schauen auch gar nicht groß rum, sondern bitten unsere Special Guest. Anna, mal bitte rein! Geht, Bro. Oh, Digga, ich glaube, Celtics geht in dieser Jury unter. Wobei, er kennt den Asiaten, er wird auf jeden Fall auch viel reden. Alles klar? Haben doch nur Spaß gemacht. Ich weiß doch, Bro, ich weiß doch. Ich mach doch auch nur Spaß. Oh mein Gott. Ey, Jungs. Hamed. Wusstest du, dass Hamed meine Reaction sich auf... Ich habe ja auf ihn reagiert, bei Icon, auf seine Icon-Bewerbung. Und er hat dann darauf reagiert, wie ich auf ihn reagiert habe. Hierher gekommen, Bruder, ja? Ihr habt es geschafft, Sammy hat es geschafft. Sammy hat den Flug überlebt. Geile Gruppe auf jeden Fall. Bro, können wir kurz über diesen Squad einmal reden, bitte? Aber an der Stelle, dicker Daumen nach oben, Kommentar, dass Nahim uns alle eingeflogen hat. Ja, Walla, Frankfurt! Küsse gehen raus. Ich küsse euer Herz, Jungs. Ey, es ist heiß. Todes, es ja. Es ist viel zu heiß. Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr alle hier seid. Wie ihr seht, an dieser Traumkulisse hier. Eine geile Folge, safe. Also ich muss echt sagen, die Kulisse ist schon echt nice. Ich muss sagen, Jury, Nahim, Hamed, ja, Celtics ist eher so ruhig. Sammy bringt sehr viel Unterhaltung rein. Ryan ist eine sehr coole Jury. Weißt, oder? Ey, was sagt ihr? Ein bisschen Greenscreen. Könnte man halt echt denken, ne? Ja, oh. Alter, das ist so heiß, Jungs. Sonst, wie geht's euch? Geht's euch gut? Bruder, super, ja. Der Urlaub hat dick gut getan, ja. Ey, du wurdest auch dick braun, ne? Ja, ein bisschen was, aber ein bisschen was. Hamed fand deinen Namen übelst witzig. Warum, hä? Ryan heute das erste Mal in keinem Anzug, sondern im Side-Jeans-Outfit. Neue Style, Bros, neue Look. Side-Jeans, was sagt ihr dazu? Es sieht sehr sexy aus. Du siehst so aus wie ich. Ich sah aus wie du. Ey, seid ihr auch verwandt? Er ist mein Lieblingsneffe der Celtics. Aber du siehst ehrlich aus wie so 62. Du meinst 23, Bro. Und einfach Hamed heute das erste Mal hier. Oder das erste hier, Mal, Digga. Wann kommt Rap LaRue? Ich bin gespannt. Ich bin aber guter Dinge, weil immer wenn ich auf diese... Ich glaube am 23. habt ihr gesagt. Das Ding ist, erste Folge nicht direkt normal, sondern einfach direkt beim Special dabei. Ja. Wie spontan das noch... Er so, hahaha, der heißt einfach Mehmet. Echt. ...auch entstanden ist. Ja, ja. Sammy hat ja gefragt, willst du mitkommen? Und dann hat er gelogen. Er meinte, Naim hat gesagt, ja, ja, wäre voll okay. Bruder, ich hab ja gesagt. Ja, aber da noch nicht. Ach, da wusste ich doch nicht. Nein, aber er meinte, du hättest schon ja gesagt. Und dann meinte ich ja und dann hat er dich erst angerufen. Ja, aber geil, dass ich mitkomme. Boah, ich werde hier so alles geben, ne? Ja, Jungs, und für Thailand dachten wir uns, machen wir heute was ganz Besonderes, nämlich erkenne den Asiaten, aber es wird eine Mixfolge sein. Das heißt, es gibt Frauen und Männer diesmal. Ah, krank. Und ich dachte mir, passend zu Thailand, weißt du, drehen wir so ein kleines Special. Letztes Mal reagierst du noch auf Asiaten. Reagierst du auch auf Food-Videos? Ja. Wir haben verkackt, ja. Heute das nicht, Bro. Mit Celtics ja. Und mit Ryan in der Jury. Ja. Aber das war eine große, sie klang sehr deutsch und Das war unmöglich. Aber jetzt haben wir beide hier dabei. Ja, ihr seid ja auch schon leicht Thailänder geworden, glaube ich. Ne? Du kannst sogar ein bisschen Thailändisch, ne? Ich kann ein bisschen, ja. Kannst du was auf Thailändisch sagen? Sag mir einen Satz kurz. Ich heiße Hamed. Pochangane Hamed. Das ist... Stark. Ja. Ist ernsthaft? Ja, ja. Ich habe das ein bisschen hier aufgefangen. Stark. Ja, Mann. Stark, Alter. Heftig. Krass, Alter, ja. In der kurzen Zeit? Crazy. Ja, Mann. Nice.
Okay, Jungs, ganz wichtig, denkt dran, checkt die Jungs bitte aus. Also an der Stelle nochmal großen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Wann geht's los? Wir danken dir, Bruder. Wir danken dir, Alter. Und dann würde ich sagen, schnappen wir gar nicht was rum. Achso, denkt dran, ganz wichtig, wie ihr seht, Ryan rockt schon das neue Outfit von ja, uns. Ja, Bro, uns diese Werbung bei Nike Sky, ne? Ethan? Komm mit MVP. Da, ihr seht es rechts. Mit dem Code ELI erhaltet ihr den maximalen Rabatt. Das Intro geht länger als mein Leben, ne? Uff, Jungs, was sagt ihr? Erster Eindruck? Digga, ich weiß es schon. Erzähl. Ich glaube, die hinten links. Wieso? Wie kommst du? Einfach ihre Statur und so. Ja, Statur, ne? Sie ist die kleinste auch. Aber. Ja, aber das hat nichts zu heißen, weil bei der letzten Folge war sie die größte, ne? Und das hat uns richtig in die Irre geführt. Die kleinste war nämlich Deutsch, glaube ich sogar, ne? Ich hoffe einfach, dass das jetzt alles nicht wieder so Halbasiaten sind, weil das macht das Ganze so schwer. Das macht's unmöglich, Bruder, ja. Aber ey, die beiden vorne, nice T-Shirts. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Das kann man an der Stelle wirklich mal sagen, ja. Sieht echt gut aus. Passt auch gerade speziell natürlich zu dem Wetter, Sommer. Yeah. Aber was hat der rechts gemacht, Digga? Warum? Was das ist das für Schuhe, Bruder? Cousin, ja? Eine Sonnenbrille. Einfach Fischschuhe. Aber das wäre mein zweiter Pick gewesen, ne? Echt? Meiner ist ganz anders. Meiner ist Mitte. Mein erster Pick ist hinten links. Ja, wegen Statur, 100%. Aber der dritte, der hat gerade so ein bisschen off-camera. Sind Asiaten groß? Nein, ne? So Durchschnitt. Man muss jetzt vom Durchschnitt ausgehen. Keiner soll sich hier angegriffen fühlen. Aber so deutsche Frauen, ich glaube, die sind im Durchschnitt sogar so 1,75 oder 77 groß, ich bin mir nicht sicher. Der Durchschnitt hier ist auf jeden Fall aber schon recht groß. So ein bisschen Breakdance gemacht, ne? Asiaten nicht. So. Da könntest du ein stabiler, gut gebauter Breakdance-Asiate sein. Hä? Junge, wie weit ist das denn? Ach, sind ja Männer und Frauen. Ach, safe. Oi, Junge. Breakdance-Halbasiate. So sieht er aus. Ja, ja, ja. Der ist ein bisschen smooth, weißt du? Ich glaube, der ist kein Deutscher oder so. Sammy, was sagst du? Ich sag Mitte, Bruder. Mitte? Ja, ja. Was sagst du, Naim? Könnte auch sein, ne? Ja, also ich sag dir, mein Call war auch hinten links erstmal. Ja. Aber... Wieso nur erstmal? Ja, weil wir schon gelernt haben, ne? Also okay. Beim letzten Mal war es nämlich genau so und wir dachten auch, okay, die ist safe, es war die kleinste. Ja. Aber sie war es einfach nicht. Und wir haben auf sie getippt und haben dann verloren. Ja, warum hat die denn eine Tüte in der Hand? Ja, das werden wir gleich sehen, ne? Es ist nicht einfach so, weil sie gerade vom Einkauf kommt oder so. Nicht, ne? Vielleicht Style. Okay, nice. Dann würde ich sagen, schnacken wir gar nicht groß rum, oder? Lass uns den ersten. Oder ihr habt rumgeschnackt bis zum geht nicht mehr. Nee, ist es nicht. Ich bin der Kevin, ich bin 20 Jahre alt. Ich bin halb Koreaner. Also meine Mutter, die ist relativ jung, Mitte 20, sie zum Studieren nach Deutschland gekommen. Da hat sie dann meinen Vater kennengelernt und ich bin auch in Deutschland groß geworden. Was machst du gerade in Thailand? Ich bin am Reisen viel unterwegs. Ich war letztes Jahr schon mal hier für eine längere Zeit. Ja, Kevin. Und plan jetzt auch Asiate. Hier hinzuziehen, langfristig auszuwandern. Warum nicht nach Korea? Nach Korea? Das Ding ist bei mir, dadurch, dass meine Mutter so früh weggegangen ist, ist halt das Verhältnis zu der Familie nicht das Beste, weil für meine Mutter, sie hat halt die Bindung zu ihrer Familie, ist halt wie so ein Keil, den die dazwischen geschmissen hat. Du könntest eigentlich jetzt das Video starten, ne? Ich hätte bis 9:27 vorskippen können. Dass sie halt zum Studieren weggegangen ist und dann nicht zurückgekommen ist, das ist halt das, was meine Familie sich gewünscht hätte, also meine mütterlicherseits. Und so ist es dann auch so, dass ich halt auch noch nie in Korea war, aber... Achtet mal drauf, wie er redet. Er redet so, als würde er sich das alles so gerade ausdenken. Mein Ziel ist auf jeden Fall so lange. Mir und auch meiner Mutter redet nicht frei. Nach Korea zu gehen und dann auch meine Familie auch mal kennenzulernen. Ja, woran hat es denn gelegen, dass du noch nicht hingegangen bist? Bisher... Ja, fragt man sich immer, woran es gelegen hat. Ich hatte nicht die Möglichkeit, mit meiner Mutter auch dahin zu gehen. Wenn, dann würde ich das halt mit meiner Mutter zusammentun. Aber nach Thailand kannst du kommen? Ja. Du meinst auch gerade, du bist viel am Rumreisen. Heftig. Bei so einer Asiatour ist doch Korea eigentlich easy, oder? Ja klar, aber ich habe halt, wie gesagt, mit meiner Mutter den Traum, sie mit ihr da zusammen hinzugehen und dann auch meine Familie da ja. Zeit zu verbringen. Was weißt du über Korea?
Kannst du Koreanisch? Ich kann immer, bin in Deutschland viel aufgewachsen, damit die keine Fragen zur asiatischen Kultur haben. Wie viel Euro? Ja, ich hab's auch. Ja, ja. Ich kenn das, ich hab's gekauft. Er hat immer ja gesagt. Kevin, du bist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ja, genau. Wo? Ich bin in Aachen. Aachen. Vater. Mein Vater auch. Wenn ihn irgendjemand mal auf Deutsch anquatscht. Ja, 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 ja. Mehmet, was hat er gesagt? Ja, ja, ja. Deutsche Mutter aus Südkorea. Südkorea, Seoul. Aus Seoul, okay. Sag mal andere Städte außer Seoul. Birmingham, Birmingham. UK, ja. Ja. Okay, kannst du mir ein paar so typisch koreanische Gerichte nennen? Ja, also meine Mutter, die hat auch gearbeitet als Köchin. Okay. Und es ist halt meistens so, dass man halt zusammen, wir essen halt zusammen, dann hat halt jeder so seinen Reis. Einer der besten Reactor bist halt du? Ja, Bro, ich achte ja, drauf. Ja, safe, aber es gibt ja so Begriffe, die sagt ja safe ja, so... Ja, Kimchi, so bekannt. Was, halt was, was? Kimchi. Hast du Brüder? Ich hab Kimchi, euch. Oder? Das heißt auch Kimchi. Ja, ja, ich kenn das auch. Aber jeder kennt Kimchi. Oder ich dachte, sag Kimmisch, Digga. eingelegtes so, wie heißt das? Eingelegtes Kohl. Das ist wie Krautsalat, aber das ist in rote, scharfe Soße. Aber kannst du keine so richtige Gerichte nennen so? Ja, es gibt noch Teobaki. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so Reiskuchen. Das isst man dann auch zusammen mit so scharfer Soße oder Teriyaki-Soße. Kennst du Duck Galbi? Nee, sagt mir nichts. Okay. Okay, dann danke dir erstmal, Kevin. Dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter, bitte. Ich glaube, er ist es nicht, weil er so lässig mit der Brille kam und mit diesen Schuhen so einen auf cool machen will und dann aber doch sehr gestottert hat. Und das macht mir so den Eindruck, dass er eigentlich nicht aufgeregt ist, sondern sich so Sachen ausgedacht hat. Erster Eindruck. Hi, ich bin der Luca. Ich bin 25 und ich bin halb Thai. Ich bin hier geboren, aber mit 2 sind wir nach Deutschland. Ich bin in Stuttgart aufgewachsen und jeden Winter komme ich hierher. Und ja, mein Vater ist Unternehmensberater, der hat damals hier meine Mutter kennengelernt. Wir haben doch gar nicht Winter. Nein, ich bleibe immer über den ganzen Winter. Haben wir gerade Winter. Und jetzt ist schon wieder Sommer, aber ich bleibe noch ein bisschen länger. Ich trainiere hier. Noch ein bisschen länger? Das halbes Jahr, Digga. Ein halbes Jahr länger geblieben. Nee, also Lukas, immer wenn es warm ist, sind wir oft nach Deutschland. Und jetzt gerade habe ich Trainingsseason. Ich trainiere hier Muay Thai. Ich kann auch ein bisschen flexibel arbeiten. Genau. Ich mach kannst so. Du Spagat? Heute siehst nein. Du richtig kannst ein paar Thai-Moves raushauen? Ein paar Muay Thai-Moves? Kuss, Bro. Ja, zeig mal. Bruder, das ist eine Katastrophe. Bruder, hier mach ich dir auch. Ja, Hobby! Oder wie dieses TikTok geht. Ach was, es sieht gut aus. Nein. Sieht gut aus. Doch. Ja, mach du mal, Bruder. Ja, wir waren noch trainieren. Ich kann es besser. Ja, okay, mach. Ja. Kannst du besser? Ja, ich kann. Okay, let's go. Ich kann noch besser. Ich hab schon am Endeschlag gespielt, der ist kein Asiate. Sein Handschlag war zu stark und zu lange Hände, finde ich. Bro, ich mach Muay Thai. Dann sind deine Hände länger, oder wie? Da muss man ein bisschen Power haben. Okay, zeig mal nochmal deine Schläge. Ja? Aber er schützt sich gar nicht dabei. Bruder, das ist schon richtig. Jetzt zeig du mal. Muay Thai macht so. Aber wir haben doch gelernt, wenn wir reingehen, schützen wir uns direkt mit der anderen Hand. Ja, ich will auch was gucken kurz. Okay. Hau mal einen Kick raus. Ohne Schutz. Aber es sieht so unerfahren aus bei ihm. Oh, shit. Bro, haben wir eine Maschine, ja, Bro. Ja, das stimmt, aber... Und die Hand nach hinten ziehen. Wie lange machst du Muay Thai? Schon ein paar Jahre. Ein paar Jahre? Ja. Okay, wenn ich dir jetzt einen Low-Kick gebe, wie wärst du denn ab? Danke, ich geb dir... Okay. Das sieht richtig aus. Es ist richtig, aber sieht für mich nicht nach thailändischem Muay Thai aus. Es ist richtig. Warte noch ganz kurz. Sagen wir mal, wir sind im Clinch. Kennst du den Clinch? Mhm. Wie macht man den Clinch? Das nur zeigen. Okay. Boah, seine Bewegungen sehen so nicht so, aber nicht so Bro, flüssig Sammy, aus. Weißt du, wie das aussieht? Das sieht aus wie deutscher Tourist, kommt nach Thailand für längere Zeit und hat jetzt Muay Thai angefangen. Ja. Weißt du? Mach mal einen Push-Kick. Nach thailändischen Muay Thai-Kämpfer aus. Ein Push-Kick? Ja doch, der macht schon, aber... Beim Pushkick muss, wenn er sein Bein hochhebt, der Kick, das muss so richtig clean kommen. Nee. Jetzt nicht so hart. Nee, es geht nicht um hart, es geht um die Technik, weißt du? Wenn ich dir sage, hey... Oh. Boah, wow, Sammy, Bruder! Oh! Oh, was? Normal, Alter! Dankeschön. Hä? Dankeschön.
Maschine, Bro. Ein bisschen, Bruder. Ich hab einfach nichts mit Muay Thai zu tun. Ey, die zwei Jungs haben warum kann der das? Muay Thai waren einmal, Alter. Ja, wir wissen schon ein bisschen. Aber schon besser als er, ne? Er macht's nicht schlecht, er macht's nicht schlecht. Er macht es auf jeden Fall hundertprozentig. Ich weiß jetzt nicht, wie intensiv. Ein paar Jahre ist... Guck mal, er sagt doch, er kommt jedes Mal hin, um so Off-Season... Wow, wow, Sammy, Bruder. Hä? Ja, wir wissen schon ein bisschen. Aber schon besser als er, ne? Er macht's nicht schlecht, er macht's nicht schlecht. Er macht es auf jeden Fall hundertprozentig. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie intensiv. Ein paar Jahre ist. Guck mal, er sagt doch, er kommt jedes Mal hin, um so Off-Season ein bisschen zu trainieren. Aber dann. Machst du das auch professionell mit Kämpfen? Nein, nein. Das ist nur, weil ich liebe das Land und wenn ich hier bin, in Deutschland, ich habe auch Fußball und so gespielt, aber hier muss man natürlich Muay Thai machen. Und ich habe auch ein bisschen zugenommen, deshalb ich bin jetzt nicht in Topform. Und ich trainiere jetzt auch nicht auf einen Kampf, sondern einfach um fit zu sein und die Technik aufzubessern. Aber er hat gerade so gesagt, ich liebe das Land. Das klang für mich auch wieder so nach Tourist. Ja, vor allem ein Thailänder wird das gar nicht sagen, ja, glaube ich. Ne? Er wird sagen, ich liebe mein Land maximal. Ja, so, ich liebe mein Land, deswegen bin ich hier wegen meiner Family und so ein bisschen. Aber also das kaufe ich ihn sogar ab, dass er das Land liebt. Ja, weißt ja, du, dass er die Kultur als, liebt und so, ja. Als Tourist, guter Punkt von so Nahim. Wir lieben ja auch Thailand, oder? Safe, Thailand, wunderschön, ich Thailand schwöre. Ist echt schön. Wunderschön. Hast du Familie hier in Thailand? Verwandte? Ja. Kannst du Thailändisch? Nur ein paar Brocken. Alle nur ein paar Brocken? Yeah. Ja, ich bin seit ich zwei bin in Deutschland so. Aber kannst du es verstehen wenigstens ein bisschen? Nur ein bisschen. Okay, dann. Wenn ich was sage, kannst du es. Fuzangane Badung da, da Sheta. Fortungao Zezimma. Das war kein Thai. Doch, das war Thai. Das war Thai. Der ist raus. Das war Thai. Das war safe. Dass ich mal rausgehört. Hast du nichts verstanden? Gar nicht. Nein. Gar Warte, nicht. Ich spreche nur Deutsch. Ich sag nochmal langsam. Fuzangane. Bodunda, das ist Seta. Fortungao, Zezimmer. Nein. Er hat deine Mutter beleidigt. Pass auf, der gibt dir gleich Pushkicks, Cousin. Nein, wir sprechen. Sogar meine Mutter hat, als ich klein war, Deutsch gelernt, um mit meinem Vater zu sprechen. Und Mann, der ist das nicht. Zum nächsten. Ihr wisst doch selber, Koh Samui ist sehr touristisch. Und ich muss hier kein Thai sprechen. Und es ist einfach, wir sprechen zu Hause auch Deutsch. Aber sieht wunderschön deine aus, Mutter ne? Deine Mutter ist Thai oder deinem Vater? Meine Mutter. Wo lebt deine Family in Thailand? Nathon. Wo ist das? Das Nordwesten von Samui. Ach so, die leben sogar hier? Ja. Ah, okay. Ach so, nee, in Stuttgart. Aber über Winter sind wir hier. Ja, du meinst ja, du hast auch Familie in Thailand. Ja. Ach, die meinst du? Ja, die sind in Nathon. Okay. Nathon. Ich dachte, meine Familie meinst du. Nee, war, alles gut. Ist auch seine Familie. Okay. Ich würde sagen, nein. Ich hätte jetzt auch nicht. Also, nee. Er wirkt auf mich auch etwas aufgeregt. Ja, aber das liegt nicht daran. Er hat mich auf jeden Fall gar nicht überzeugt von dem. Aber er kann uns auch richtig tricken, glaube ich. Der andere ist ein bisschen schlechter gewesen, finde ich. Mhm. Ja, der ist auf jeden Fall besser. Ja, safe. Aber ich habe trotzdem Touristen. Beide nicht. Ja. Beide so nicht. Auf jeden Fall öfters hier. Safe, er ist definitiv öfters hier, ja. Okay, dann dank dir. Dann machen wir erstmal mit der nächsten einmal bitte weiter. Okay, my name is Maya. I'm 21. Oha. I am auf Chinese. English. Both my parents are also Chinese. They were born in Hong Kong. They moved to Namibia 2 years before I was born, and that's where I was raised. Boah, die ist es. You were raised in Namibia, Africa. Ja, die Englisch, ja. Ich sag euch ehrlich, das hört sich so an wie Listening Comprehension mit dieser Baustelle nebenbei, Digga. Sprichst du Deutsch? Kann ich speak? Listening Comprehension, man war drinnen in der Klassenarbeit und dann kam so Flughafen und wegen dem Flugzeug hat man sowieso hat man gar nichts mehr verstanden. German? No, I no understand German. German, but I can't speak German now. Both your parents, mother and father from Hong Kong? Yeah. They sick and sick on Gong Dong Hua. Sorry? No, I don't speak Chinese. I grew up English, so I was in international school and everything. And they only spoke and what mostly language English do your mother and father speak to Oder each other? Ryan can alles. English. Yeah. No Cantonese? No. Cantonese when is I the language very of Hong young, Kong. Yes, but since we were in a mostly English community, they tried to speak mostly English to each other, and that's where I learned English. Die Frage, ist, warum kann sie Deutsch verstehen? Sie spricht kein Deutsch. Warum kann sie Deutsch verstehen? Why do yeah, you ich verstehe Deutsch. So my German is not good enough for me to have like a whole conversation with you, but I understand it. So Namibia. Boah, ich sehe irgendwie hinter dieser Maske so ein asiatisches Gesicht. Was colonized by Germany, so the German influence there is still quite strong. So I had a lot of German friends growing up. And yeah, so I understand German, but I can't speak German. Could you try to speak in German?
I suppose. It's not good, aber ich kann ein bisschen Deutsch reden. Ja, try. Crazy. Die soll mal irgendwas sagen, so. Wie heißt du? Ich bin Nicola und ich bin 21. That sounds good. It's good. Am Ende capt sie richtig. Ja, am Ende sie ist Deutsch einfach. Das kann voll Deutsch. Do I sound German? Nee, sie hört sich nicht Deutsch an. Ja, es könnte aber sein, dass sie es ein bisschen versteht. Also, ob man das so. Sie blufft so krass, ja, meinst du? Ja, ich bin Leon. Ja. Doch, machst du gerade. Das war gut. Vielleicht kann sie einfach nur unnormal gut Englisch. Okay, which one is your name? Is your name Maya or Nicola? So, Maya is the name my parents got me, but my friends from home call me Nicola. Okay. That is more the German side. Maya, do you have a Chinese name? No, I do not have a Chinese name. You speak no Chinese no and you Chinese, have no Chinese my surname is Lee. Do you have any other connections with China, like Cantonese? No, so my parents did not have a good childhood there. That's why they moved to Namibia. And so they also, they never went there with me. So I have no connections whatsoever to China. Ryan, wenn ihre Eltern in China geboren sind, dann müssen sie doch so einfache Wörter und so verstehen. Hongkong vor allem. Ja, einfache Sachen. Sag ihm mal ein paar einfache Sachen, die man eigentlich als Chinese richtige Basics. Was heißt Zucker auf Chinesisch? Ah, das wissen wir sogar. Sie versteht ja. What means sugar in Chinese? Chinese? Chinese. Ja, er hat Chinese gesagt. Aber Nahim, das könnte sein. Das haben wir schon letztens gesagt. Es gibt viele Chinesen in Afrika. Ja. Das stimmt. Investoren und sowas. Ja. Nicht nur Chinesen, die nach Namibia ziehen, weiß ich ja nicht. Ni hao. Investoren, es gibt auch Leute, die schon eine Generation da sind und Kinder gehabt haben. Ja. Lebt sie da? Do you still live in Namibia now? Yes, I do. Warum bist du gerade in Thailand? Ryan ist deren Vater. I'm just here for holiday. Holiday, oh, okay. Crazy. Das macht das Ganze unnormal tricky. Ich war schon in China. Weil es kann schon sein, aber sie kann nichts davon, weißt du? Yeah. Und es kann schon sein mit Childhood und so. Und ich kenne viele cool. Asiaten. Sie ist einfach und wo warst du? Du sagst es bei jeder Asiaten-Folge. Ja, wenn sie in der Bibel lebt. Kann auch sein. Könnte auch sein. Are you black? Wer das fragt? Hä? I thought you are Asian. Okay, Maya, you are 21 years old. Digga, das hat sie ja so sus gemacht. Both Chinese. Wie ist der Imposter? Do you have a boyfriend? I do. Warum hast du das gefragt, Ryan? Ryan! Ich möchte wissen, Ryan, der klärt sich aber auch jede. Ich frage jetzt auf Deutsch. Ich möchte wissen, wie die Eltern darauf reagieren. Ja. Okay. Deine Eltern dein Freund? Your boyfriend? Yeah, they do like him. Okay. Was für einen Freund hast du? Ist er schwarzer, Asiater, weißer? He's white. He's a white. Okay. Worauf wolltest du hinaus? Bro, du weißt es. Manche asiatische Eltern, wenn es um die Tochter geht, die sind ein bisschen komisch. Aber das Ding ist, guck mal, sie hat gerade gesagt, ihre das Eltern, komisch. Das ist ja nicht konservativ, wie sie aufgewachsen ist, weißt du? Stimmt. Wenn sie streng wären, dann könnte sie kantonesisch und so. Ja, das heißt, ich glaube, sie würden jeden akzeptieren. Ja. Was sagt ihr bis jetzt? Wir haben voll das Problem, weil sie hat einfach nichts, was uns beweisen könnte oder so wenigstens so sicherstellen könnte, dass sie es sein könnte. Ja. Sie könnte Engländerin sein. Mit roten Haaren. Sie ist einfach Chinesin und hat einfach keinen Bezug mehr da, weil sie da nicht mehr lebt und aufgewachsen ist. Du hast voll krasse Augen, Bro. Ehrlich jetzt? Ist mir auch aufgefallen, das sieht man nicht so oft, gell? Ja. Ey, welche Farbe ist er, ehrlich? Bro, das ist so ein Mix aus Braun und Grün, ne? Grün! Ja! Krass. Ja. Bitte. Ach so. Kannst du es rausschneiden? Okay, dann dank dir erstmal und dann machen wir erstmal mit dem hinten rechts einmal weiter. Sawadee Kap. Mein Name ist Max, ich bin 26 Jahre und ich bin halb Thai und halb Deutsch. Warum hat er auf Englisch angefangen? Der hat auf Thailändisch angefangen. Er hat Sawadee Kap gesagt. Ehrlich jetzt? Ja. Und dann meinte er my name. Ja, ich war gerade verwirrt, weil sie Englisch gesprochen hat und ich auch hauptsächlich Englisch spreche, deswegen ist für mich Deutsch. Ich sag, die ist schwarz und Sinn. Deutsche und beide Eltern aus Namibia. Das Pärchen. Boah, wer stark. Wohnst du in Thailand? Ja, genau, ich wohne hier in Koh Samui. Echt? Warum? Wegen Weeds legal jetzt hier. tatsächlich nein. Ich bin während der Covid-Zeit hierher gekommen, weil ich die Möglichkeit hatte, wegen dem Visum hier längere Zeit zu bleiben. Bin hierher gekommen und dadurch, dass ich ein Online-Business habe, bin ich hier eben auf lange Zeit geblieben. Habe mich hier einfach wohler gefühlt als in Deutschland. Und weil ich auch so
sag ich mal, irgendwo thailändische Wurzeln habe, bin ich einfach hier geblieben, fühle mich hier wohl als in Deutschland und lebe hier mein Leben. Wie Thai bist du aufgewachsen? Ich bin in Deutschland aufgewachsen, mein Vater ist Deutscher und meine Mutter ist Thai. Deine Mutter ist Thai. Leben deine Eltern zusammen? Meine Eltern leben zusammen in Deutschland. Wenn der Pokal das heißt, du bist endlich, mit denen aufgewachsen? Genau. Das nach ein 11 Jahren, Bro. Schön, dass du da bist. Ein bisschen. Oh, wir sagen mal ein paar Sätze. Okay. Tatsächlich, Sätze ist jetzt schwierig, weil meine Mom auch natürlich Deutsch spricht, genauso wie mein Dad. Ich habe jetzt hier angefangen, Thailändisch zu lernen, weil ich schon über ein Jahr hier bin, einfach um mich mehr der Kultur anzupassen. Aber ich sag mal so für Alltagssachen, also hallo, tschüss, danke, ja, nein und sich so leicht. Boah, wisst ihr, was echt schwer ist? Diesen Asiaten, also man, zum Beispiel, wenn es irgendwie heißt, erkenne den Türken und du hast da irgendwie 5 Deutsche und ein Türken, du hörst es raus an der Art, wie er redet, vielleicht auch sogar an der Stimme, man hört es, aber so Asiaten herauszufiltern, während da jetzt, ich sag mal, hauptsächlich Deutsche sind, das ist so schwer, weil die, wenn sie reden, man das kaum raushören kann. Zu verständigen, dafür reicht's, aber ganze Sätze bilden da. Ja, das glaube ich ihm auch. Hört mein Wissen tatsächlich auf. Also ich habe wirklich angefangen, ich bin auch in der Schule seit 2 Wochen, jeden Freitag. Egal, Bro, endlich haben wir's. Endlich der Fluch gebrochen. Ja, kann halt auch nicht so oft teilnehmen in letzter Zeit. Und das hättest du nicht sagen sollen, weil den Part kaufe ich dir sogar ab. Aber ich kaufe dir nicht ab, dass du halb Thailänder bist. Weil ich glaube, dass er das macht und auch deswegen diesen Smalltalk führen kann mit den paar Wörtern. Ja, er ist ein Jahr schon hier. Ja, weißt ich glaube, er ist Deutscher. Komplett. Weil wir kennen hier auch ein paar Leute, die so länger hier sind, auf einmal so ein paar Wörter sprechen können und sowas. Hätte er jetzt gesagt, er hat das nicht gemacht, also hätte es komplett außen vor gelassen und kann das halt, weil er so aufgewachsen ist, dann hätte man es ihm eher abgekauft, glaube ich. Wann ist chinesisches Neujahr? Chinesisches Neujahr war Anfang Januar. Ja, er wohnt ja hier. Aber thailändisches Neujahr war letzten Monat im April, wenn Song Krankfest ist. Welches Jahr haben wir gerade in Thailand? 2565. Krass. Digga. Rauchst du Joints? Nein. Okay. Hä? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das fragt er immer. Also Bros, ich möchte ihm knacken, weil für mich ist er von die jetzt in die erste Reihe, die drei Jungs, bis jetzt der Schwierigste. Ja. Wir haben jetzt angeblich 3 Jungs in Deutschland geboren, aufgewachsen. Asiatische Mutter, deutscher Vater, das heißt, ihr seid alle halb gemischt, halb weiß, halb Asiate. Genau. Habt ihr alle drei eure eigene Babyfotos gesehen? Ja, klar. Okay, was für Farbe hattet ihr auf den Hintern? Boah, er hat irgendein Geheimnis. Ihr lacht, aber asiatische Babys haben eine andere Farbe von... Das weiß ich selbst nicht mal, Ryan. Zu 80%. Habe ich einen braunen Hintern oder was? Sag's nicht. Aber als Babys. Ich habe keine Ahnung, ich kann mich nicht an ein Babyfoto erinnern, wo ich meinen Arsch gesehen habe. Eine von euch, das ist zu 80%. Von asiatischen Babys. Aber und auch halb, oder was? Und auch halb, zu großen Teil. Denkst mehr als du? Was ist mit dem Po? Wir haben mongolische blaue Fleck. Okay, warum? Blaue Po, ja. Yeah. Nee, hatte ich nicht, Bruder. Google mal, mongolische blaue Fleck auf den Popos. Nee. Wieso blau? Keine Ahnung, aber das hatte ich auch als Baby. Okay. Ja, ja. Bei Celtics guckt er. Der stammt von Genghis Khan oder irgendwas, Bro, keine Ahnung. Max, siehst du eher asiatisch oder eher deutsch aus? Google, nee. Auf jeden Fall. Wie sehen deine Augen aus? Ja, ich sage mal, ein bisschen kleiner als der Durchschnitt auf jeden Fall. Also ich sage auch, mein oberes Augenlid ist ein bisschen kleiner als bei euch oder als bei normalen Deutschen. Als bei uns? Nicht bei allen von uns, oder? Ja, ich sehe nicht so viel durch die Maske, aber ich sage mal, wenn ich es jetzt mit meiner Freundin zum Beispiel vergleiche, ist mein Augenlid definitiv kleiner als ihr. Dadurch wirken meine Augen auf dich definitiv kleiner. Digga, der redet voll selbstbewusst, ja? Ja. Er kommt authentisch rüber für mich. Ich glaube ihm. Von die 3 Jungs bis jetzt am meisten. Er chillt. Alter, Bro, weil man unterschätzt es, wenn man dann als Kandidat hier steht und Lügen erzählt, man, oh fuck, das ist schon anstrengend, aber bei ihm ist gechillt. Der in der Mitte war schon nervöser, ja. Der rechts ist mir zu street. Weißt du, was ich meine? Der ist weniger Asiate, mehr so ihr. Was? Ja, einfach so. Excuse me? Nein, nicht racist gemeint. So einfach. Wir haben 2023. Davon distanzieren wir uns. Er hat gerade Cousin gesagt. Celtics, der nächste Shitstorm. De La Rue Army. Okay. Ja. Das ist unnormal schwer. Okay, dann danke dir erstmal. Dann machen wir mit der letzten einmal weiter. Ersten beiden raus, dritte, vierte drinnen lassen.
mein Interesse. Hi, ich bin Hai An, ich bin 20 Jahre alt und Vietnamesin. Vietnamesin? Jawohl, jawohl! Oh ja! Moin Mehmet, was geht ab, Leon? Unser Profi. Bevor ihr Fragen stellt, würde ich euch mal klären, warum ich diese Tasche dabei habe. Also in unserer Kultur ist es so, wenn man als Gast eingeladen wird, dann bringt man den Gastgeber immer was mit. Stimmt das? Stimmt das? Ja, das stimmt, aber stimmt, ich mach das nicht. Also normalerweise ist es halt Alkohol, aber ich habe euch, ich habe zumindest hey, was anderes mitgebracht. Also ich hätte euch auch was mitgebracht, aber ich wusste nicht, dass ich hier teilnehme. Boah, okay, Alter, ich habe mich schon gefreut auf ein Geschenk. Oha. Oh, ja, ist es ein Shirt von meiner eigenen... Bruder, das passt Nahim niemals. ...eigenen Anime-Brand, die heißt Jinzo. Marketing-Monster. Und genau, die will ich dir einmal geben. Hä, wie süß, danke. Auf süß. Und jetzt für meinen Bruder, da habe ich auch was dabei, und zwar eine Jinzo-Karte. Ist deine Schwester? Hey, dankeschön. Ich sag nicht. Oh, krass. Und für meinen Onkel habe ich natürlich auch was dabei. Digga, warum für uns gar nichts, Digga, hä? Ich habe leider nur noch einen, ihr könnt es euch natürlich teilen. Na, gib Sammy. Jeans. Crazy. Ey, krass. Zeig mal. Honami. Sogar in dieser Folie drin. Anime-Karte. Boah, ich hatte damals so viele Yu-Gi-Oh-Karten. Jinzo. Zeig mal. Also, oh. See no difference, Bruder. Ich sag euch ehrlich, direkt von der Stimme. So hat jemand von der Stimme auch schon. Voll authentisch. Ich hab eine Frage direkt. Diese Stimmlage. Was ist die nationale Kampfsportart von Vietnam? Ich muss überlegen, warte. Ich weiß nicht, weil ich bin ein Mädchen und ich interessiere mich eigentlich gar nicht so für Sport. Also, das könnte ich dir jetzt nicht sagen. Ich wusste das selbst nicht. Wenn er jetzt sagt Jujutsu, dann bin ich ein G. Digga, jeder Vietnamese, den ich kenne, der sagt, Vo Vietnam. Nice. Ja, ja, was ist das? Das ist die nationale Kampfsportart von Vietnam. Ja. Und was ist das? Zu kämpfen. Die Kampfkunst, ja, deren Kampfkunst. Sieht aus wie Taekwondo, das ist viel mit geschwungene Dreikick. Ach so. Ja, jeden Vietnamesen, den ich kenne, der ist voll stolz da drauf. Ich schwöre. Ich habe jetzt geguckt, spoiler mich nicht. Kennst du Vo Vietnam, wenn ich dir sage Vo Vietnam? Nee, ich würde sagen halt, wenn ich mich dafür interessieren würde, würde ich da das halt wissen, aber nee, keine Ahnung. Okay, Hai An, du bist in Deutschland. Oh, ihre Stimme ist voll so authentisch, ne? Das passt voll. Deutschland geboren und aufgewachsen, beide deine Eltern aus Vietnam. Genau, ja. Sprichst du Vietnamesisch? Ja. Aber ich spreche nicht so gern Vietnamesisch. Okay, sag mal ein paar Sätze. Xin chào, em la, Hai An, Hai Anh. Okay, noch mehr? Was hast du heute gegessen? Hom Nai An, Bang Mi. War das gut? Sie hat heute Brötchen gegessen. Ist so dieses, Bruder, hat sie Bang Mi gesagt? Freestyle, also das ist so dieses typische Vietnamese, der in Deutschland aufgewachsen ist. Mir geht's super, Bro. Perfekt, schön, dass du da bist. So ich hoffe, dir geht's auch gut. Sag auch mal was. Sag mal, du warst bei der Massage. Chimko Eng Na Bae. Das heißt Massage? Nein, ich hab gesagt, ich hab einen kleinen Penis. Er sagt einfach, kann das Video dadurch gelb werden? Ja, scheiße. Sorry. Eine Frage an dich. Kannst du die Nationalhymne von Vietnam? Mann, Sammy, was sind das für Fragen? Ich kann auch nicht die deutsche, also. Die deutsche kannst du auch nicht? Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Wollt ihr noch mehr? Ich glaube, das reicht. Ich kann die kurdische auch nicht. Gibt's eine? Gibt es eine? Ich glaube, ja. Ich glaube auch. Woher kommst du aus Vietnam? Also deine Eltern? Mein Papa kommt aus Hanoi und meine Mama aus Nam Dinh. Das ist eher so ein Dorf. Okay, und dein Akzent würdest du sagen, wo, aus welcher Stadt? Hanoi. Man kann, kennt safe ja, nicht weiter. Boah, sie ist auf jeden Fall authentisch. Auch das hier mit der Anime-Brand und so, weißt du? Man kann, das könnte natürlich auch sein, dass sie sich sehr, sehr stark dafür interessiert, wie unsere letzte Hauptkandidatin so. Sag mal ein paar Gerichte aus Vietnam. Bun Bo Hue, Bun Mang, Bun ist Reis, ne? Bang Bao. Ah, das Reis ist krank. Bang Sao, Digga, ja, das schmeckt unnormal gut. Ja, ich kenn's auch. Bang Sao. Baba, Alter. Wie groß bist du? Eistee geschmackskrank. 1,58. Okay. Wow. Ja, sie ist, also, sie ist super authentisch. Sie ist authentisch, so authentisch, ne? Ich würde jetzt, meine linke Hand würde ich für sie ins Feuer legen. Was sind deine Hobbys? Anime schauen, genau. Oh. Ja. Lieblingsanime? Attack on Titan. Okay, ich würde sagen, Jungs, wir voten erstmal einen raus. Ja. Und für mich ist Kevin ganz klar raus. Ja, einer der ersten beiden. Der will chillen, Bruder, der will chillen. Kannst du uns das mit den Schuhen erklären? Ich dachte mir, ich komme hier mit ein bisschen Drip hin. Jawohl. Aber das hast du gut getroffen auf jeden Fall. Was sind das für Schuhe? So Lachs, weißt du. Lachsschuh. Bist du stoned? Nein, ich kiffe nicht. Stoned. Warum hast du die Sonnenbrille auf? Einfach so. Auch Drip? Auch Drip. Deine Eltern sind aus Deutschland? Nein. Mein Vater. Meine Mutter ist
nach Deutschland gekommen zum Studieren. Ja, ist 100% raus. Sind wir uns einig, Jungs? Ja, komm, ja. Lass den sitzen. 100%. Ja. Kevin, hast du ganz gut gemacht, aber du musst es einmal bitte raus. Sorry. Safe raus. Der andere gleich hinterher. Die letzte ist bisher mein Favorit. Okay, Jungs, wen voten wir als nächstes raus? Müssen wir direkt jetzt einen rausvoten? Oder wen wollt ihr als nächstes sprechen erstmal? Also ich würde hinten Mitte nochmal gerne sprechen. Der ist für mich so am wackeligsten von denen. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Hey, war dein Name Luca? Ja. Denke ich, hast du einfach gemerkt, krass. Krass. Ja, für uns bist du so ein bisschen am unauthentischsten von denen allen. Du musst uns irgendwas geben. Ja, irgendwas musst du uns geben. Ich bin auch kulturell jetzt nicht so. Ja, ich bin eigentlich voll die Kartoffel. Ich bin in Deutschland seit ich 2 bin und hier als Touri. Ich wollte schon so oft richtig gutes Thai lernen, aber dann ist es einfacher in Englisch oder ich bin mit vielen Deutschen. Aber ich würde doch nicht Touri zu mir selbst sagen, wenn du. Digga, du bist ein halbes Jahr hier. Was für Touri? Ich bin mit den Touris hier. Stimmt, warte mal, das würde keiner sagen, der... Du hast gesagt Touris. Ja, das würde keiner sagen. Ja, oh, er hat sich selbst exposed. Ja. Exposed? Das würde keiner sagen. Oh, sag mal nein. Nein, das war ich nicht, das war mein Freund. Er rechtfertigt sich auch immer oft. Ja. Er sagt was, dann sagt er ja, weil ich... Das ist auch so ein Kriterium, wenn die Teilnehmer sich immer so verteidigen auf Krampf, dann könnt ihr wissen, dass die es meistens oder eigentlich, dass die es nicht sind. Mit den Touris hier. Vorher hat er gesagt, er ist ein Touri. Ja, vor allem, wir haben ihn nach etwas gefragt, was ihn so ein bisschen bestärkt. Und er meinte einfach so, ja Leute, ich hab nichts. Werd hier auch von den Thais eigentlich überwiegend als Tourist mehr gesehen. Weil wenn du... Aber warum? Ja, weil ich nicht richtig Thai sprechen kann. Naja, in Deutschland bin ich der Thai, hier bin ich der Deutsche. Wie siehst du aus? Ja. Wie seh ich aus? Er hat eine sehr lange Nase. Siehst du thailändisch aus? Man sieht schon. In Deutschland werde ich auch nicht als Deutscher angesehen. Und wenn ich in der Türkei bin... Bro, ich hab nur 4 Flaschen Wasser aus dem Kühlschrank geholt, ohne ein Wort zu sprechen. Ne? Und ich sag so 4 Wasser. Der Verkäufer guckt mich an und er sagt, Dankeschön. Also, weißt du, man fällt einfach auf. Dass ich thailändisch aussehe. Okay. Guck mal, im Januar war ich einen Monat in Vietnam so. Ich habe mich schon gefühlt wie ein Vietnamese, weil ich die ganze Zeit da war. Aber wenn du ein halbes Jahr hier bist, jedes Jahr, dann sehe ich mich nicht als Touri. Ja, safe. Würde ich auch nicht. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre jedes Jahr ein halbes Jahr in Ghana. Ne? Bro, ich würde niemals sagen, dass ich Touri bin. Full Ghanese dann, ja. Ich würde niemals sagen, yo, dann willst du Urlaub in Deutschland machen. Ja, so. Safe. Kannst du mit Stäbchen essen? Natürlich. Kannst du es auch mit 2 Kugelschreibern? Ja. Ich kann es probieren. Auch, ja, safe. Thailänder, safe. Ja. Safe. Ja, wir haben auch können wir das mal probieren mit den 2? Das kann ja selbst ich. Weil ihr könnt das, ne? Ja, ja. Soll ich mal selbst probieren? Ja, probier mal. Warte, ich bin Linkshänder. Boah, ich kann das ja gar nicht. Du bist Linkshänder? Ja, bin... Ach, Digga, lange mit Geschichte, geht das nicht. Ja, ist aber einfach, Bruder. Das geht nicht. Ah, ist zu rutschig, ja. Er soll mal einfach nur halten. Gib mal deine Brille. Kann ich deine Brille nehmen? Er soll es einfach nur halten. Ja, okay, mach du. Du kannst ja was damit mal greifen. Greif mal was. Es ist stoffige, das ist... Ja, sieht schon gut aus. Boah, oh. Ey, besser als Leo. Besser als ich. Digga, er ist einfach mehr Asiate als Celtics. Heftig. Er ist es trotzdem nicht. Wir müssen dich trotzdem leider raus. Warum hat der das dann gemacht? Hast du zumindest bestanden. Seid ihr euch sicher? Ja. Ziemlich. Alle sicher? Oder? Ja, ja doch. Er ist ein sympathischer Typ, der Thailand einfach sehr gern hat. Ja, aber ich glaube auch. Wenn er der Thailänder ist, könnt ihr mich in den Pool schmeißen. Boah, stell dir vor, er ist wirklich der Thailänder. Also sind wir uns sicher? Ja, man muss gucken. Ja, Digga, man muss zusammenfassen. Ich hätte den anderen erstmal... Er sagt einfach, er ist mit den Touris hier. Er kann kein Thai. Seine Arbeit ist er sich nicht sicher, er sagt so ein bisschen wirres Zeug. Er hat einfach nichts, was so beweisen könnte, dass er... Und er hat am Anfang gesagt, ich bin ein Touri. Ja. Ja. Er muss raus. Ja, er muss raus. Sind wir uns alle einig? Yes. Yes. Einig. Danke, Luca. Okay, danke dir, Luca, aber du musst es einmal bitte raus. Okay. Luca, da ist die Tür. Okay, wen wollen wir als nächstes hören? Rechts würde ich sagen, oder? Ich würde auch mit ihr sprechen. Hello. Servus. What's up? Wie viele Sprachen sprichst du? I speak 2 languages. Well, 1.5. Okay. German, okay. Mostly some German. 1.5. And then English. Okay. Hast du Deutsch in der Schule gelernt? For 3 years. 3 years in high school, ja. Yeah. Okay. Das ist echt schwer. Namibia, Bruder. Kannst du mit Stäbchen essen? Ja, yeah, ja, yeah, I can. Ja? Yeah? Dann could you try it with the pens? Ja. Yeah. Boah, ich weiß nicht, sie gibt mir auch gerade so ein bisschen Great Britain Vibes. Actually? Let me just
figure out. Actually, sie ist from Great Britain. Eine Ecke, ein bisschen hoch, dass sie eine Chance hat. Naja. Bruder, ist das so schwer? Ich probiere das jetzt auch. Digga, habe ich Papier? Scheiße, habe ich nicht. Doch, warte, habe ich. Also, ich probiere das jetzt auch. Währenddessen gucken wir weiter. Also, chinesisch sieht das jetzt nicht aus. Nee, sieht mehr so deutsch aus irgendwie. So würde ich das halten. Chinesisch all you can eat, so wenn man probiert. Test nicht bestanden. Die Sache ist auch, sie sagt ja, beide Eltern kommen aus China. Digga! Ich nicht ein Wort Chinesisch kann. Das ist hart. Digga! Kannst du gar kein Wort? No, so, wie einfach. English, like I said. My parents had, ich bin es. Had a really bad experience in China. That's why they moved to Namibia, also for job opportunities. And they wanted nothing to do with the Chinese culture, really. The only thing I have that could be considered to be Chinese culture is some of the food. But it's mostly also the mainstream stuff. Also, Teil aus der Türkei oder was? Wonton, sweet and sour, du bist irgendwo auch kein Asiate. And, yeah. Wenn die Eltern, sagen wir mal, schlechte Erfahrungen haben, ja, dann kann man trotzdem ein paar Wörter. Trotzdem, sagen wir mal, die sind in einer unangenehmen Situation. Warte mal, oder wartet so. Mal, Jungs, wartet. Die reden so untereinander, weißt du? Ich sag jetzt, was eigentlich jeder weiß, dass sogar Nicht-Chinesen wissen das. Okay. Shishe. Was heißt das? Shishe. Hier ist eine Frage im Chat. Lusa Saray oder Fenerbahce? Ich bin Fener-Fan, Bro. Raus. Das weiß jeder. Ja, das weiß du musst jeder. Nur Karate Kid gucken und du weißt das. What means arigato? I don't know. Das ist chinesisch, Digga. Das ist japanisch, Digga. Aber Shishi, das weiß jeder, oder? Ich weiß es nicht, Bruder. Das ist einfach nur. Bro, sie ist raus. Aber diese Shishi und arigato, Minimum Shishi kennt man. Muss sie kennen. Und arigato erkennt man. Moment. Ist japanisch, ja. Ja. Das war sehr gut von dir, Hamid. Das war Marshall im Moment. Ja, dankeschön. Jawohl, Leute. Tschin. Okay, Jungs, also ich glaube, wir sind uns einig, oder? Yes. Sie muss raus. Ja, sie okay. Raus. Hast du ganz gut gemacht, aber du müsstest einmal bitte raus. Bro, wir können hier noch diesen Typen da drin haben. Ich verstehe das nicht. Der ist es doch niemals. Wie kann der im Finale sein? Finale, Jungs. Yes. Spannende Hase, spannende Lage wieder mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tendiere natürlich deutlich mehr zurecht. Ja, sie ist die Favoritin. Gibt sie es einen alles. Von uns, der sagen würde, eher links? Nee. Nee, aber trotzdem ein paar Fragen, oder? Ja, ja. Hi, An. Du stehst auf Anime. Würdest du sagen, du bist Anime-Superfan? Nee. Nein, du hast doch eine Anime-Brand. Also nicht super, super so Otaku oder sowas, aber okay, ich feiere Anime auf jeden Fall schon. Nur ein paar Fragen für Anime-Fan-mäßig. Bleach oder One Piece? Ich habe beides nicht geguckt. Ah, okay. Ich hab auch beides nicht geguckt. Hey! Sie sagt, sie ist Real-Fan, aber kann dir nur CR7 dann aufzählen. Naruto geguckt. Ja. Sie ist es! Sie ist es! Wer ist der beste Charakter an Naruto? Hinata. Minato? Hinata. Hinata? Ja. Sie ist es doch nicht. Okay, jetzt Essen. Essen, Hai An. Weißt du, was Pho ist? Ja. Was ist Pho Bo? Also Reisnudelsuppe mit Rindfleisch. Was für Fleisch? Rindfleisch. Okay, was ist Pho? Ra? Hühnerfleisch. Mit was würzt man Pho? Mit Zimt. Zimt? Ja, also... Okay. Habe ich noch nie gehört. Also da tut man ein ganz gekühltes Huhn rein, dann tut man sogar Zimt. Nee, ich meine, wenn du schon die Suppe oder ready hast, ach so, ja, dann tut man ja noch mehrere Sachen. Könnt ihr nicht halten. Hat er einen fahren lassen? Digga, Leon, Digga. Furz einfach. Ey, sorry, Jungs. Du redest über Essen und Furz. Das war ich oder? Nicht. Das war Sammy. Was? Nein, ganz Sammy. Deutlich, Digga. Das kam von ihm. Dieses was? Das war Sammy. Was? Nein, ganz Sammy. Deutlich, Digga. Das kam von ihm. Er furzt einfach während der Rede. Bruder, wie unprofessionell. Hey, Leon, Bro. Er furzt einfach während der Rede. Ja, gut. Streng dich ein bisschen an, Leon, okay? Streng dich ein bisschen an. Hey, Leon, wir wollen ein bisschen professionell arbeiten, ne? Er furzt einfach. Du, er furzt einfach während der Show. Redet. Aber auch noch laut, ne? Während er redet auch noch. Ich kenn den Trick.
Du fuhrst, aber du willst mit deinem Reden überspielen, gell? Ich kenn den Trick, Digga. Du bist so ein Hund, gell? Nächster Shitstorm. Digga, ist das schon mal passiert? Nein, das ist noch nie passiert. Okay, hi An. Was tust du in deinem Fur? Wenn es schon ready ist. Koriander, Sommersprossen, ich glaube, die nennt man so. Sommersprossen? Sriracha, Zitrone. Ist die Fischsoße? Wie red ja, auch. Fußkampf. Aber die tut man nur rein, wenn es halt nicht gut gewürzt ist. Ja, Bruder, das ist, also ich habe vorher gedacht, es kann sogar sein wie letzte Folge, wo die Schwarze die Asiatin hatte. Aber das mit den Gewürzen, Digga, das war richtig? Ja, stimmt alles. Ich will links mal hören. Ja, der ist jetzt echt schwer, ne? Ja, unser Thailänder. Du warst ja Thailänder, richtig? Halb Thai, genau. Kennst du unsere Videos? Yes. Dann habe ich mal, hast du die, war das die erste Asiatenfolge gesehen? Boah, ich kann es dir nicht genau sagen. Ich schaue immer nur sporadisch, wenn ich halt Zeit dazu habe. Boah, sporadisch ist echt nicht gut. Rausvoten. Ja, aber ich habe euch beide abonniert. Wen? Dich und ihn. Jawohl, Leute. Mich und Leon? Genau. Ach so, der ist mit. Was mit Sammy, was mit Hamid? Was mit mir, Junge? Hamid kenne ich nicht und Sammy schaue ich nur, wenn er bei dir ist. Oh Sammy, Bruder. Boah, an der Stelle einmal bitte Twitch Delarue abchecken, jawohl, bitte. Jawohl, alle, check mal ab. Bitte. Der arme Hamid, guck mal, wie der ist geschockt, den kennt ihn nicht mehr. Und Hamid auch abchecken. Hey, Sammy, das war Kammer. Hamid, Newcomer des Jahres. Du hast richtig gefurzt, alles in meine Nase gekommen, Digga, ja? Auf jeden Fall, wir hatten ja mal ein Szenario, dass wenn du jetzt quasi Gast bist, nee, Moment, wie war das nochmal, dieses Szenario, was ihr gemacht habt mit dem Einschenken? Warst du schon mal unter Thai-Leute essen oder vielleicht Verwandten? Unter Thai-Leuten, ja. Okay, wie sieht es aus, wenn dein Cousin dabei ist, dein Onkel, ein jüngerer Cousin. Den Typ, den du nicht kennst? Typ, den du nicht kennst und Ehrengast Nahim. Und wir würden gerne was trinken. Wie würdest du uns einschenken? Also unter Familie kann ich das jetzt nicht beurteilen, weil ich nicht mit Familie jemals gegessen habe. In dem Verhältnis, dass es irgendwie, sag ich mal, geordnet wäre. Aber wenn ich mit thailändischen Freunden essen gehe, kriege zum Beispiel ich immer zuerst mein Essen und auch ich kriege zuerst mein Trinken und meine thailändischen Freunde warten immer. Oder wenn es einen großen Krug gibt, wird immer zuerst, sag ich mal, den Ausländer mehr oder weniger eingeschenkt und dann den anderen. Boah, das würde man sagen, wenn man die asiatische Kultur nicht kennt, glaube ich, oder? Genau. Das ist schon wieder leider. Weil das würde ich jetzt auch sagen, wenn ich jetzt so. Vorsichtig formuliert nichts. Mhm. Ja. Okay, ich hab eine Frage für dich, Max. Insgesamt, wie lange bist du hier in Thailand? Insgesamt? Insgesamt. Seit einem Jahr. Aber auch wie er das so erklärt hat, als er hat es so erklärt, als wäre er auch so der Außenstehende, der Ausländer sozusagen. Ich glaube, er ist da auch sehr lange so, aber er ist halt dieser Ausländer dort. Und ich glaube halt anhand der Aussage, dass er nicht der Asiate ist. Und 2 Wochen. Okay, das ist schon lang genug, um die thailändische Menschen. Chat, bitte, das war ein Spaß. Ja, macht das bitte nicht groß. Ozzy, RFL, küsst euch und macht da bitte nicht sowas Großes draus. Zu kennen, ja? Du weißt, es gibt viele Ozzy, das war nur Spaß von ihm, ja? Thailändisch mit Ausländisch, ja? Egal ob Europäer, Deutsche oder sonst was. Gibt es mehr thailändische Frauen mit ausländischen Männern oder gibt es mehr umgekehrt Thai-Männer mit ausländischen Frauen? Oder würdest du sagen, dass es 50-50 ist? Puh. Gute Frage. Ich würde aber aus dem Gefühl her sagen, definitiv mehr thailändische Frauen mit ausländischen Ehepartnern oder Partnern. Das stimmt definitiv. Und das ist auch der Fall, sagst du, bei deinen Eltern. Warum ist das so? Wie sagt man das am besten? Boah, Max, naja, ich sag es jetzt. Vorsichtig. Naja, es ist ja bekannt, dass, sage ich mal, Menschen aus Europa gerne in den asiatischen Raum kommen, um die eine oder andere Dame kennenzulernen. Und ich denke mal, dadurch führt es das zustande. Was sagst du über unsere Damen? Ich habe mal eine Frage für unsere deutschen Zuschauer. Und zwar, wir kennen uns ja absolut gar nicht damit aus, aber wir haben mal gehört, dass es so sein soll, dass in jedem Massagezentrum, dass es da Happy End. Ja, genau. Gegen mich könnt ihr immer schießen.
geben soll. Ist das nur ein Mythos oder ist das wirklich so in Thailand? Also es ist definitiv ein Mythos, kommt immer darauf an, wo du zur Massage gehst. Ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel hier in Koh Samui in Chaweng, also da wo viel Party ist und sowas, mehr touristisch in eine Massage gehst und da vor Frauen sitzen und die zu dir sagen, Massage, Massage, Happy End, kann es natürlich schon wahrscheinlich sein, wenn du ein angesehenes Massage- oder ein Spa-Bereich gehst oder ein Spa-Laden, dann definitiv nicht. Okay, krass. Ey, krass, ich würde zu sowas ja niemals hingehen. Ich habe meine Erfahrung schon gemacht. Ja, ich habe meine Erfahrung schon gemacht, er hat recht. Wie war die Erfahrung? Also man hat beide Erfahrungen gemacht, einmal in diesem unbekannteren Gebiet und einmal in diesem so Spa-Bereich, so professionell. Ich war ein bisschen schockt, als wir das erste Mal hier waren und wir dann gerechnet haben, dass es eine normale Massage ist und die das dann angeboten. Das ist mir auch mal passiert. Das war echt sehr, also richtig komisch. Wir haben natürlich abgelehnt, Leute. Ja, natürlich. Davon. Bro, what? Also krass. Wir distanzieren uns davon. Krass, also ist es doch kein Mythos, sondern es ist schon was dran an dem Mythos. Ich dachte auch, dass das so ein Mythos wäre mit diesem Happy End, dass das irgendwie, ja. Aber scheinbar. Mythos so ein bisschen. Definitiv, ja. Heftig. Gut zu wissen auf jeden Fall. Ja, mal vielleicht interessant für die Zuschauer, okay. Weißt du? Krass. Ja, also ich sage euch ganz ehrlich, ich habe bei ihm den Vibe, dass er hier auf jeden Fall länger war. Das mit den anderthalb Jahren und so kaufe ich ihm auch voll ab. Aber er ist deutsch, ja. Safe, 100%, hast du genau richtig gesagt. Yes. Der ist sehr sympathisch, Bruder, aber mein Wort hat er nicht, ja. Finde ich auch, sympathischer junger Mann. Dafür war die andere auch viel zu gut. Ja. Schlechter Schauspieler. Ich glaube, wir sind uns tatsächlich einfach schon einig, oder? Oder Mehmet geht dort jedes Wochenende für Happy End. Das heißt, du müsstest einmal raus und wir denken, dass du die Wahrheit sagst. Natürlich, ich gehe rein und die Frau sagt das Übliche. Okay, dann mach dich einmal ready. Und dann machen wir jetzt die Auflösung. Digga. Das heißt, die werden nacheinander deren Morphsuits ausziehen. Okay. Ich könnte nicht mal da hingehen und mich so massieren lassen. Ich würde mich so richtig unwohl fühlen. Man lässt sich ja massieren, damit man so den Körper nochmal runterfährt und so. Aber ich würde mich so richtig, richtig unwohl fühlen. Real Talk. Wer der oder die echte Asiatin ist. Ich stell mal auf, wir liegen falsch. Stell dir mal vor, wir liegen falsch. Das wäre krass. Dann dürft ihr mich in den Pool schmeißen. Dürfen wir? Ja. Okay. Dann bin gespannt. Nein, es ist die Frau. Es muss sie sein. Sie hier, ja. Er ist raus. Aber er lebt da trotzdem. Safe die Frau, ja, safe. Ich meinte am Anfang auch die Frau. Bro, sie hat eine Anime-Brand auch. Klar sagt man, muss nichts heißen, aber ist trotzdem auch so ein Faktor. War eine coole Folge. Das ist Ryan. Krass. Bruder, er ist es ja niemals im Leben. Auflösung geil gemacht. Das war ja so einfach. Richtig. Let's go. Let's go, bro. Ja. War easy, aber wirklich. Okay, reicht jetzt nicht. Wollen wir ihn einfach trotzdem in den Pool schmeißen? Ja, komm. Na, nächste Folge vielleicht, nächste Folge. Wir hatten einfach recht. Ja. Endlich wieder. Endlich. Heftig, wurde auch Zeit. Ja. Als ich gehört habe, nur, dass sie so angefangen hat zu sprechen, wusste ich schon, alle anderen sind eliminiert. Erste Folge easy, mit Hammes easy, und wir lagen direkt richtig. Direkt richtig, ja. Ich hab's euch gesagt. Alter, so ich hübsch. Ich hab's euch gesagt. Tschüss. So wie immer, wenn ich die Videos gucke, ich sag dir ehrlich. Aber mich würde jetzt voll interessieren, was die anderen machen. Ja, und wo sie wirklich herkommen, ne? Ja. Deswegen können wir bei ihm vielleicht mal starten. Ja, also ich komm. Sudan. Eritrea. Ah, okay, krass. Aber ich bin in Deutschland geboren. Ich habe einen deutschen Pass, aber sie ist wirklich Afrikanerin und hat einen afrikanischen Pass. Krass. Kennt ihr euch? Nee, hier kennengelernt. Ach so. Ich kannte nur Angelo, genau.
Nee, ansonsten, ich habe wirklich in Stuttgart gelebt, letzten Jahre in Berlin, wie jeder Stuttgarter. Und seit November bin ich wirklich hier. Also ich wollte auch nicht mehr zurückkommen. Ich wollte echt nur überwintern. Und dieser Frühling, ich hatte noch keinen Bock, nach Deutschland zu gehen. Ich habe dich auch, weißt du noch, vor ein paar Monaten haben wir uns getroffen. Du kommst mir halt voll bekannt vor. Ja, ja, mit hier mit Jamal im Norden, in Mainam. Haben wir uns, glaube ich, getroffen. Stimmt, da hast du uns angesprochen, ne? Stimmt, oh mein Gott, stimmt. Digga. Doch, stimmt. Jetzt kommt er wieder. Vom letzten Mal, als du hier warst. Ja. Alter, krass. Das war auch... Digga, wie fake. So richtig random, so irgendwo, wo war das nochmal? Am anderen Ende der Insel gefühlt, ne? Ich war so am Arbeiten, da dachte ich, hey, den kenne ich da. Stimmt, du kamst mir auch gerade so bekannt vor. Heftig, Alter. Die Welt ist klein. Seitdem immer noch hier geblieben, oder was? Genau. Und du kommst wirklich aus Namibia? Ja, yeah, I'm from Namibia. Crazy. Deutsche Vorfahren? Yeah, but very far. So I can really not speak German. Okay, you krass. Forced a little bit of German that I can speak out of me today. But yeah, I'm still busy learning German. Nein, man hat ihn noch nie im Leben gesehen. Actually Afrikaans. Ich spreche Afrikaans. Was? Das kann ich mal verstehen. Findest du sie attraktiv? Ja, du meinst wahrscheinlich sie, ne? Actually, that's Dutch, yeah. But yeah, I understand you. 100%. Das war Afrikaans? Yeah, so Afrikaans is the daughter language of Dutch. So... Digga, ich finde das alle sogar. If he speaks Dutch to me... Ich finde es so krass, wenn die mit ihrem Akzent... Das ist mit dem Englisch verwandt. Ich spreche Niederländisch, versuche meinen Akzent anzupassen. Digga, Chat. Deutschland oder wow, die Asiatin, ne? Wow. Schweizerdeutsch, also Schweiz. Chat. Crazy. Wo kommst du her, Bro? Also eigentlich alles real, nur ich komme halt aus Stuttgart und mein Dad hat keine Thailänderin geheiratet oder sonst irgendwas. Wisst ihr, was nur mein Problem ist? Ist mir so aufgefallen, klar kann man das jetzt nicht als No-Go, absolutes No-Go-Kriterium nehmen, aber ich finde, bei Frauen, und da kann eine Frau halt auch nichts für, aber ist halt so mein Geschmack, ne, ich zeige euch kurz was. Geheiratet oder sonst. Wenn sie lächelt und dann noch so voll viel Zahnfleisch zu sehen ist, ist so ein kleines No-Go bei mir, weil ich finde Lächeln, hübsches Lächeln voll wichtig und ihr wisst schon, was ich meine. So, und wenn man dann so richtig viel Zahnfleisch sieht, ein kleines No-Go bei mir. Und du bleibst hier permanent auf der Koh Samui? Ja, also ich habe auch permanent Visa, mein Geschäft ist online. Er sieht aus wie Tadel in Deutschland. Nice. Und du kommst aus? Ja, ich bin halb Italiener. Lava! Ah, als ob jetzt! Oh. Spaghetti Mafia Mandolino! In Italia tutto! Bello. Boah, sag nochmal. Bello. Bello, genau. Parla italiano? La mia mamma è italiana. Ah, allora. Was ist die beste italienische Mannschaft? Juve. Ja, oh mein Junge! Sì! Oh mein Gott! Bei mir ist No-Go, wenn es keine Jeans an hat. Was denn? Bist du verletzt? Ja, Piwoda! Alles gut, Bro. Das ist auch so traurige Antwort, den ich mir denke. Ich glaube, er ist jetzt ernst sauer, ne? Brian kann wirklich alles. Und bei dir hat alles gestimmt? Ja, also ich und mein Freund, wir sind eigentlich in Vietnam Urlaub machen und sind jetzt extra hier rüber geflogen. Extra für den Dreh. Für die Folge. Boah, das ist Einsatz, Jungs. Hey, Einsatz. An der Stelle ein dicke Props an Ahmed, der richtig... Ja, Bro, warum ist sie aber dahin geflogen? Um bei der Folge mitzumachen oder um einfach mal ihre Marke zu promoten? Sie hat einfach den Marketing-Move ausgenutzt, weil sie weiß, dass es 500.000 sehen werden. Richtig krank noch diese Folge getribbelt hat, Digga. Eva! Muss man an der Stelle auch echt mal appreciaten. Das ist ehrlich heftig. Ja. Wie lange bist du geflogen aus Vietnam hierhin? 4 Stunden, weil man muss in Bangkok halten. Stimmt, man muss auch einwandern. Umsteigen. Boah. Und dann Boah. Von dort aus nochmal hierher. Aber jetzt steht ihr hoffentlich. Ich habe Weltreise gemacht. 4 Stunden, das ist voll. Ja, für Inlandsreise ist eigentlich schon irgendwie viel Wegen gewesen. Umsteigen weil und von so. Vietnam nach Thailand eigentlich nur 1 bis 2 Stunden nach Bangkok, aber dann hierher. Boah, ich finde 4 Stunden fliegen ist voll anstrengend. Zum Beispiel, wenn wir jetzt von hier in die Türkei fliegen, ich finde den Flug immer so anstrengend, wirklich immer so anstrengend. Und jetzt stelle ich mir so vor, es gibt halt so 12-Stunden-Flüge nach Amerika. Hilfe, Junge, wie anstrengend ist das? Du hast ja gar keinen Bock, du sitzt da so 12 Stunden. Aber ihr chillt hoffentlich hier noch ein paar Tage, oder? Nee, heute ist der letzte Tag. Also wir waren gestern da und es hat sich ja dann verschoben. Und dann genau haben wir zum Glück heute auch noch mitgebucht und fliegen dann morgen wieder zurück nach Vietnam. Ja, so 5 Stunden, ne? Danke dir auf jeden Fall fürs Mitmachen. Ich weiß nicht Dank genau, euch wie allen viel. Allgemein fürs Mitmachen. Ihr habt es ehrlich gut gemacht. Wenn ihr was erwähnen wollt, dann könnt ihr das auch jetzt gerne machen. Leute, mein Album kommt nicht Spaß.
Wenn ihr geile Sketches aus Koh Samui sehen wollt, Magic Maui auf nach Insta. China war 7 Stunden, M-O-I-I, nach Abu Dhabi und Sketches von da 6 Stunden nach Peking. Mein Insta ist MRSHTRN, aber noch wichtiger, mein Shop auschecken. Alter! Sie hat die Werbung ihres Lebens gemacht. Und so heißt es auch auf Instagram. My Instagram is Nicola Holtzkampf, HOLTZKAMPF. So give me a follow if you like it. Ja. Give me a follow if you like it. Und mein Instagram ist max_jakubasch, so viel Leben aus Samui. Und ansonsten, wenn jemand Raum NRW einen Job sucht, Finance, IT-Umfeld oder Sales, LinkedIn. Ja, mich findet ihr vor allem auf Insta. Da mache ich so ein bisschen Fitness, Self-Improvement und halt auch so dieses ganze... Die Boys werden alle rübergehen zu der, die, zu der einen, die auf Englisch gelabert hat, und die Girls werden alle zu dem freshen Boy hier gehen. Also Zeug dokumentiere ich da. Angelo.CRLO, also Angelo Carlo bin ich, und ja, checkt das. Carlo Angelotti. Okay, Freunde, das war's mit dem Video. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.